Nein, Fehler. Ich glaube, Fehler machen doch alle. Ja, und das ist das Wichtigste, dass man aus vielen Dingen auch lernt. Ich glaube, das ist ganz normal. Ich wollte letztes Jahr auch eine gewisse Aufbruchstimmung natürlich erzeugen. Das ist auch bei der Mitgliederversammlung, das war, glaube ich, ganz klar. Und es war auch wichtig, dass wir da mit einem positiven Gefühl rausgegangen sind. Sicherlich in der Beurteilung der Mannschaft, ja, da kann man immer sagen, das war ein Fehler, die so positiv zu sehen. Aber trotzdem glaube ich an die Truppe und weiß es auch, wie schwer es ist, auch für Neuzugänge in eine Mannschaft zu kommen, wo von Anfang an nichts läuft und schlechte Ergebnisse da sind. Da ist es nicht so einfach, für Neuzugänge sich zu integrieren. Man kann Personal hinterfragen, ja, kann man machen. Aber Fakt sind auch, haben wir Spieler geholt, die dementsprechend auch schon ihre Leistungen in der Bundesliga bei anderen Vereinen abgerufen haben. Es hat bei uns nicht funktioniert. Ich hätte näher dran sein müssen, das ist klar. Habe ich im ersten halben Jahr, das habe ich schon ein paar Mal, glaube ich, gesagt, nicht so sein können, weil ich doch viele Aufgaben natürlich auch hatte, beim VfB Stuttgart zu bewältigen, die eigentlich weniger mit dem Sport zu tun hatten, sondern mit vielen anderen Themen. Und da geht die Konzentration auch ein bisschen flöten. Deswegen freue ich mich über die Zukunft eigentlich auch. Das ist ganz klar. Ich habe auch unter Huub Stevens unheimlich vieles mitgenommen, auch in diesen 10 Wochen. Das muss ich ganz klar sagen. Das hat mir auch persönlich sehr viel weitergebracht und Dinge doch ein bisschen dann differenzierter gesehen, auch die Eigenkritik und die Selbstkritik natürlich auch geübt, auch intern. Und am Ende des Tages wollen wir positiv da rausgehen. Und ich bin da sehr guten Mutes und habe da richtig Lust dazu, weil wir noch lange nicht am Ende sind unserer Wegstrecke. Aber Fakt ist eins, wir müssen versuchen und jeder Einzelne muss versuchen, die Fehler zu minimieren. Personalpolitik ist sehr wichtig, aber ich muss auch sagen, in der Vergangenheit, wenn man da sagt, ja, das eine oder andere war schlecht, es waren auch viele gute Sachen dabei. Ja, und ich sehe auch immer das Positive, dass du nicht immer richtig liegst, glaube ich, das ist ganz normal. Fakt ist aber auch eins, die Spieler hole ich nicht alleine, die hole ich immer als Team. Ja, und da gehört die Scouting-Abteilung genauso wie der Trainer mit dazu. Und das war in der Vergangenheit immer so. Das wird auch in der Zukunft so sein.